Hallo und willkommen zurück zu Buried Stars. Wir haben nach langer Zeit mal wieder ein Kommunikationserlebnis hier. Das Ausrufezeichen da unten reizt mich. Es gibt neue Twitter-Meldungen. Raid with Mask on. Ich bin es leid, immer wieder Kritik zu hören. Er hat die Aufmerksamkeit verdient, weil er ein großes Talent ist. Also es wird über uns gesprochen. BS Dihan sind wir. Entweder können wir uns beklagen, oh, ich habe so viel durchgemacht während der Vorentscheidung, oder sagen einfach Dankeschön. Die Kritik, das passiert halt, macht ihr um mich mal keine Sorgen. Ja, genau so machen wir das auch. Danke, das passiert halt jeden Tag, macht ihr um mich mal keine Sorgen. Schade zu hören, dass es dauernd passiert. Du hast mehr Bildschirmzeit bekommen, weil du gute Kritiken bekommen hast und keine Kontroversen verursacht hast. Ich hatte nicht damit gerechnet, Aufmerksamkeit zu bekommen auf diese Art und Weise. Ja, also glauben doch noch ein paar Leute an mich. Ah, das ist gut. So, sonst noch irgendwas? Ich kann mir diese Texte übrigens nicht alle durchlesen. Ja, das ist der Wahnsinn. Also, das haben wir sowieso schon gelesen. Okay. So, hier gibt es ein Bild von Jujun. Panikattacke. Kann ich damit noch irgendwas machen? Nee. Ach so, war das alles nur Show? Wenn Jujun Anzeichen einer Panikattacke während der Show zeigte, hatten viele Leute den Verdacht, dass sie das extra nur faked, um Sympathiestimmen zu bekommen, also Mitleidsstimmen. So, dann hier unser Internettyp. Oh, was ich übrigens ganz krass fand, das Bild hier. Also das ist ja S. Sonjong und hier das Bild ist ein Eisbär. Erinnert ihr euch noch in einem meiner Let's Plays an Eisbär? Die, die sich daran erinnern, die wissen jetzt, was gemeint ist. Das war ja auch eine unbekannte Persönlichkeit, dieser Eisbär. Und hier eben auch. Vielleicht ist es eine Anspielung, wer weiß. Also ich rede von Eye the Somnium Files. Nachdem sie die Gruppe verlassen hat, verbrachte Jujong ihre freie Zeit im Café als Barista. Also das hatten wir doch schon. Aber da können wir jetzt noch ein Keyword bekommen. Songjong wies darauf hin, dass Jujong Kaffee genoss als Barista nach der Gruppe. Und sie haben aber auch nochmal darauf hingewiesen, dass Kaffee und Panikattacken nicht gut füreinander sind. Also wie gesagt, Kaffee soll Panikattacken verstärken und Depressionen. Aber wenn jemand als Barista arbeitet, bedeutet das ja nicht, dass sie dann dementsprechend auch Kaffee trinken muss. Aber natürlich können dann wieder Leute sagen, ah, die hat das alles nur gefaked, mit Panikattacken hat sie gar nicht, sonst würde sie ja nicht als Barista arbeiten. Ja, da ist noch was. Ah ja, es geht um das Stipendium. Also hier unser Nummer 1 Platzierter. Gihin. Nein, Gihuk. Genau, so hieß er. Gihuk. Hat
ein Stipendium angenommen und deshalb hat ein bedürftiger Student das nicht bekommen. So, dann geht es hier um Inha. Die hat nicht über ihre Vergangenheit gesprochen. Also es muss wohl irgendwas geben in ihrer Vergangenheit, was stinkt. Also ja, irgendwas Unangenehmes in ihrer Vergangenheit muss wohl existieren. Das kann man ja einfach mal so sowieso von jeder Person annehmen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass in der Vergangenheit des Lebens eines Menschen irgendwas passiert ist, was dieser Mensch nicht möchte, dass es an die Öffentlichkeit kommt. Geht es um dich und Wusuk? Also, warte nochmal eben zurück. Ich überprüfe. Oder ich gucke gerade auf Vater und ein Gerücht verbreitet sich. Das Masquerade innere Konflikte hatte, bevor du gegangen bist. Ja, das stimmt. Geht das um dich und Wusuk oder behaupten die das einfach nur, nachdem sie die Beastars-Episoden gesehen haben? Ja, ich bin da offen mit der Geschichte. Vielleicht ist es die Geschichte, als die das nicht geschafft haben, einen Plattenvertrag zu bekommen. Davon kann man wohl ausgehen. Stimmt schon, dass es da viele Konflikte gab. Ja, aber da wissen ja nicht so viele Leute davon. Du meinst aber nicht, dass Wusuk das anderen Leuten gesprochen, anderen Leuten verraten hat, oder? Er streitet sich immer noch mit deinen Fans of Fater. Was versucht er da abzuziehen? Mhm. Tja, wenn es eine Wahrheit gibt, also wenn die Geschichte von S. Seongjong wahr ist, dann kann es jetzt noch schlimmer werden. Okay, das gucken wir später nochmal nach. Jetzt haben wir hier noch ein Bild von Newsung. Das ganze Publikum hat ihn gesehen, wie er quasi ja, wie weggetreten wirkte und faul, nachdem dieser Unfall passiert ist während des Finales. Und da finde ich es lustig und auch merkwürdig, dass er jetzt den Tod von Seongjong so betrauert. Yusung wirkte irgendwie verloren im Fernsehen. Einige behaupteten, dass er schockiert aussah, nachdem Neuigkeiten von seiner Schulgewalt öffentlich wurden. Noch was? Wieder von S. Seongjong. Ich habe alles getan, was ich konnte, um Yusung nach oben zu pushen. Ja. S. Seongjong behauptet, dass Seongjong Yusung nach oben gelobt hat. Und immer supportet hat. Da ist noch was. Ja, Chefproduzentin von Beastars. Ein anonymer Account benutzt den Namen von Seongjong auf Fater. Und er gewinnt Aufmerksamkeit, indem er Gerüchte verbreitet. So, Justice Served. Da geht es wahrscheinlich um Hyusung, dass er Schüler verprügelt hat.
Einer von Yoo-sungs Highschool-Freunden behauptet, dass Yoo-sung gewalttätig war und von seinen Mitschülern Geld erpresst hat. Deshalb sind ihm alle aus dem Weg gegangen. So, dann hier ein guter Schüler in Middle School. Also das ist auch wieder um Yoo-sung. So sah der halt in der Mittelschule aus. Sein Schulfreund aus der Mittelschule unterstützt Yoo-sung. Er stand Yoo-sung nicht sehr nah, aber er war sicher, dass er niemals Gewalt ausgeübt hat oder Geld verlangt hat von Klassenkameraden. So, Beastars Official. Wir erhalten sehr viele Nachrichten über die Show. Wir sind noch nicht sicher, wie die Zukunft dieser Show aussehen wird, aber da wir von vielen von euch Unterstützung erhalten, dürfen wir es doch nicht einfach so enden lassen, oder? Danke für das Interesse an der Show. Tja, der Firma scheint es viel wichtiger zu sein, wann diese Show weitergehen kann. Und dabei haben sie jetzt noch nicht mal die derzeitige Situation unter Kontrolle. Manche übten deswegen Kritik und andere äußerten Verständnis. Beastars hat keine Personalliste rausgegeben an das Rettungsteam. Das heißt, die können gar nicht wissen, wer noch vermisst wird und wer schon gerettet ist. So, aber eine Zuschauerliste ist an das Rettungsteam rausgegangen. Okay, das war's. So, dann können wir noch jemanden anrufen. Da bin ich noch gar nicht sicher, wen. Da warte ich noch ab, bis sich herausgestellt hat, wer bei wem wir die Freundschaft steigern müssen. Bei Sale geht's ja leider nicht. Trotzdem gucke ich noch mal eben auf die Uhr. Wie ist das Ranking? Okay, da hat sich nicht viel getan. Wir sind immer noch auf Platz 4. Na, okay. Hat sich nichts geändert, das ist Vater, ne? Ja. Memo, ja, das kann ich alles durchgehen. Kontaktliste, hat sich da irgendwas getan? Also ne, da sehen wir dann die Profilinformationen, die wir bekommen haben. Record, hat sich nichts getan. Und Telefon machen wir später. Okay. 9 Sachen brauchen wir. Dann fragen wir mal bei Inha an. Ja, es geht darum, ob Jujong die Panikattacke nur gefaked hat. Mitleidsstimmen wegen einer Geschichte. Naja, das wurde oft diskutiert nach der Show, wo sie ihre Panikattacken gezeigt haben. Aber ihr Leben wird nicht dadurch definiert. Es ist nicht so, dass sie die Panikattacken nur für die Kamera hatte, weißt du? Sie haben sie mit den Kameras so sehr unter Druck gesetzt, bis zu dem Punkt, dass sie es nicht mehr aushielt. Ja, sie hat ihr Bestes versucht, um das zu vermeiden. Was ich damals gesehen habe, das kann nicht gefaked gewesen sein.
Ja, das war Absicht von der Crew. Ich bin da total sauer auf das Kamerateam, dass sie so gedrängt haben. Das war Absicht. Oder? Ja, und hast du dann entsprechend reagiert? Das Naja, hast du dich bei der Produktionscrew beschwert? Hast du mit ihnen gestritten? so ja. Nö, also ich. So ne. Ich bin sicher, alle waren ganz aufgewühlt, als sie die Panikattacke gesehen So haben. da. Ja, du bist ja sofort zu ihr gelaufen. Ich dachte, sie wäre in Ohnmacht gefallen. Okay, das war. Aber als ich dann im Fernsehen geschaut habe, war der Teil, wo ich zu ihr gelaufen bin, rausgeschnitten. Ja, das war rausgeschnitten. Ja, wahrscheinlich dachten sie, diese Handlung passt nicht zu meinem Charakter, den ich verkörpern soll. Naja, jedenfalls war Jusongs Nervenzusammenbruch genauso, wie er nur sein konnte, genauso real. Die Produktionscrew hat sie sehr unter Druck gesetzt, damit eine Panikattacke ausgelöst wird. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass sie das so offen gemacht haben. Jujong hat versucht, es zu verstecken. Es war sicherlich peinlich für sie. Es war bekannt, dass Jujong unter Panikattacken litt, nachdem sie Beloved verlassen hatte. Sie war deswegen sogar in Behandlung. Sie hatte gehofft, dass das aber privat bleibt während der Show. Also das ist das Bild, okay. Ja, die öffentliche Meinung. Niemand konnte erwarten, dass das passieren würde, aber trotzdem. Die Bühne ist zusammengebrochen und jemand ist gestorben. Auch wenn wir noch nichts in den Nachrichten davon gehört haben. Ja, sie wissen gar nicht, über was sie zuerst reden sollen. Ich wünschte, ich könnte sowas verzeihen, aber das hier ist einfach nur armselig. Es ist so, als ob sie sich der Ernsthaftigkeit der Situation gar nicht bewusst sind. Inha nahm ihre Uhr runter, nachdem sie kurz drauf gesehen hatte. Immer wieder auf die Uhr zu gucken, frustriert mich nur noch mehr. Wir haben keinen Einfluss darauf, was draußen passiert. Wir müssen erstmal ruhig bleiben. Keine Ahnung, wie die Situation da draußen überhaupt ist. Ja, hat dir nicht gefallen. Es tut mir leid, dass ich so eine edle Persönlichkeit, wie du es bist, nicht erkannt habe. Die Menschen nannten dich Verräter und du hast trotzdem noch gelächelt. Jetzt wirst du wieder sarkastisch. Ne. Ja, und kannst du mir dafür die Schuld geben oder kannst du mir dafür Vorwürfe machen? Ina verschränkte die Arme und wackelte mit dem Zeigefinger. Natürlich müssen wir uns entspannen. Unser oberstes Ziel ist, gerettet zu werden. Okay, das war. Aber wenn der offizielle Account auf Fater was Verwirrendes schreibt, dann beeinflusst das alle. Du weißt, was dann passiert. Dann wird es Mitwettbewerber geben, die darauf antworten wollen. Muss kaste. Du redest nicht zufällig von Jüssung? Ach so.
Ja, du hast doch seine vergeblichen Anstrengungen beobachtet, oder? Und dann gibt es noch diese Schwachköpfe wie S. Seung-jong, die von wer weiß woher aus dem Gully gekrochen sind. Ich verstehe ja, dass es momentan keine Kommandozentrale gibt, aber das hier ist nicht das, was man von einem offiziellen Account erwarten würde. Was werden Sie nur gegen diese unordentliche Atmosphäre tun? Also gegen die Atmosphäre des Aufruhrs, der Unordnung. Ja, die unangemessene und vage Antwort auf den Unfall durch die Firma sorgte noch für mehr Verwirrung in den Medien. Okay, dann sind wir hier wahrscheinlich durch. Dann haben wir mit Hyusung. Das ist doch Blödsinn. Naja, der Typ behauptet, dass er dein Freund aus der Highschool wäre. Naja, wen interessiert das? Jetzt, wo du damit fertig bist, mich in eine Ecke zu stellen, versuchst du auch noch auf mich einzuschlagen. Hyusung fluchte mit geschlossenen Zähnen. Seine Kiefernknochen begannen zu zittern. Ja, dann war er wohl kein Schulfreund. Ich denke doch. Wenn ich bedenke, welchen Schlamassel er verursacht hat, werde ich das Gefühl nicht los. Also, er war total sauer wegen des Fater-Posts, wo was über sein Highschool-Leben öffentlich wurde. Aber er hat zugegeben, dass es tatsächlich von seinem Highschool-Freund geschrieben wurde. Aber da standen Worte drin wie Gewalt oder Extortion. Weiß ich gerade nicht, was das heißt. Ja, das meine ich auch. Dann. Ja, willst du jetzt, dass ich das zugebe? Du wolltest es sowieso auf deine eigene Weise tun, oder? Wenn man auf irgendetwas antwortet, egal wie, dann ist man in die Sache involviert. Schulfreunde, was für eine kostbare Freundschaft. Okay, hat Hyusung deshalb nicht widersprochen, weil er mit der Sache nichts zu tun haben wollte? Also selbst hat die Entschuldigung einfach an sich vorbeiziehen lassen, ohne zu widersprechen, weil er dachte, wenn er jetzt widerspricht, dann wird das noch schlimmer? Es sieht so aus, dass Herr Seo nicht komplett sein Leben verschwendet hat. Ich glaube, es geht eher um die Produzentin, oder? Um Frau Seo. Ach so, nee, es geht um seinen Schulfreund. Okay. Ja, er hat sogar ein Bild von seinem Schuljahrbuch gepostet, um zu beweisen, dass er auf derselben Mittelschule war wie du. Ja, du hast das Foto gesehen, oder? Niedlich. Sieht aus wie eine Kastanie. Manche behaupten, ich wäre ein Bully oder ein Krimineller. Und andere sagen, ich bin nicht so ein Typ.
Ja, und so bin ich eine richtige Plaudertasche, wenn ich hier gerade eingesperrt bin. Sore nara. Ja, was ist denn jetzt dein wahres Ich? Das klingt nach einem Rätsel. Bist du ein Philosoph oder so? Hyesung stellte sich gerade hin, nachdem er sich in den Ruinen hier nochmal umgeblickt hatte. Nonde. Also, was hast du jetzt vor? Was andere Menschen über dich sagen, ist das so wichtig? Es ist schon nicht unwichtig, was andere Leute über einen sagen. Natürlich ist es am wichtigsten, was man von sich selbst denkt, aber es hilft ja nichts, wenn alle Leute einen falschen Eindruck haben. Beides stimmt halt. Die anderen wissen die wirkliche Wahrheit nicht, aber auch die Meinung der anderen hat einen Einfluss darauf, wie man ist und was man erreichen kann und so. Das ist alles schon auch wichtig. Es wird ihm jetzt nicht gefallen, dass ich das antworte, aber ich sag's trotzdem. Ja. Ja, so habe ich es nicht gemeint. Nicht die Meinung der anderen macht dich zu dem Menschen, der du bist. Verdreh mir doch nicht die Worte im Mund, du John. Ich habe gesagt, es hat auch einen Einfluss. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ja, Yusong, da hast du recht. Du, John, hat gerade Blödsinn erzählt. Bin ich deshalb ein Gangster? Ja, dann sollen wir halt glauben, was wir auf Väter gelesen haben. Er gibt alles zu, ist ihm egal. Er ist jedenfalls nicht der Typ, der jemanden zusammenschlägt, um sein Geld zu rauben. Oh, hier geht's noch weiter, das ist ja richtig viel. Ja, ja, ja. Ja, es geht jetzt um Inha, um die Ausnahme, also wahrscheinlich, weil nichts über ihre Vergangenheit bekannt wurde. Ja, wie man so sagt, selbst eine kaputte Uhr zeigt zweimal am Tag die richtige Uhrzeit an. Also eine kaputte Analoguhr. Inha war die einzige, wo die Vergangenheit nicht enthüllt wurde. Sorry. Also bist du auch der Meinung von S. Songjong? Du verletzt meine Gefühle. Aber trotzdem, was über Inha gesagt wurde, stimmt. Wir können jetzt sagen, wahrscheinlich ist da nicht viel zu enthüllen. Das glaube ich aber nicht. Sondern, abgesehen von ihrer Vergangenheit hatte es Inha auch schon schwer genug. Das antworte ich mal. Ja. Ob es nun stimmt oder nicht, Inha wirkte sehr aufgewühlt. Ja, du bist sehr mitfühlend, was? Was ist denn so, so speziell an ihrer Vergangenheit? Wakatta. Wir wurden alle überprüft, als wir der Show beitraten. Hallo. Ich dachte, du findest es so gut, wie Song Jong Beastars geführt hat. Was ich damit sagen will, ist nur, dass wir alle doch genau wussten, was wir zu erwarten haben. Das heißt nicht, dass ich mit allem hundertprozentig einverstanden war. Das Einzige, was wir über ihre Vergangenheit wissen, ist, dass sie über 20 ist und dass sie mal Tänzerin war. Aber was ist mit uns? Sie haben sogar die Fehler ausgestrahlt, die wir gemacht haben, wenn wir noch in der
unteren oder in der oberen Highschool waren. Naja, das kam ja nicht direkt in der Show vor. Ja, das war jetzt sehr clever, sehr scharfzinnig von dir gesprochen. Was bist du, Scharfschütze? Es geht doch nicht nur um mich. Ich rede hier im Namen aller. Du weißt, dass von bei uns allen in der Vergangenheit rumgewühlt wurde. Auch wenn wir nicht noch, auch wenn wir bis jetzt noch nicht das wahre Ding gesehen haben. Was meinst du damit? Ich weiß nicht. Wenn ich es dir jetzt sagen würde, würdest du wahrscheinlich deinen Scharfschützentrick wieder anwenden. Also der typische Move eines Verräters. Hey, jetzt schau mich nicht so verletzt an. Wie dem auch sei, Song Jong hat sie durchgewunken. Das ist wahrscheinlich so passiert. So, dann die Geschichte, wo er so gedankenverloren in der Show rumstand. Ja, es stimmt. Ich war da so in Gedanken verloren während des Trainings für das Finale. Wirkte so weggetreten. Aber das liegt nur an dieser Geschichte über Schulgewalt. Okay, es war nicht der einzige Grund. Wieso, was gab es denn noch für Gründe? Ja, natürlich gab es andere Gründe. Ich bin nämlich ein sehr empfindlicher Mensch. Und zu dieser Zeit hatte ich ein ernstes Problem. Yusung erinnert sich nicht daran, wie er das Training für das Finale überstanden hat. Es scheint da noch was zu geben abseits des Skandales, aber darüber sagt er nichts. Mist, jetzt weiß ich nicht, ob ich es sagen soll oder nicht. Yusung wählte seine Worte mit Bedacht. Nein, ich werde es nicht verraten. Naja, warum dann Zeit verschwenden, wenn du es ohnehin nicht tun wirst? Nani? Ich musste das erstmal verarbeiten, ein Problem damit. Du wirst mein empfindliches Herz niemals verstehen. Ich habe den Dreh immer noch nicht raus. Ich werde reden, wenn es an der Zeit ist. Also warte mal, ich muss noch einmal kurz oben gucken. Das könnte auch theoretisch sein. Ja, okay. So, Sale, mit dem ich immer am meisten Probleme habe. Der seltsame Brief. Oh, du redest über das Erpresserschreiben. Oh, das ist also tatsächlich passiert. Sale kratzt sich am Kopf. Es stimmt, sie hat ein Erpresserschreiben bekommen. Der Absender hat Worte aus Magazinen ausgeschnitten und sie dann auf Papier geklebt. Naja, sie hat ja viel gemacht in der Vergangenheit, aber das war mal was ganz Neues. Diese Sache war sehr kontrovers. Sie hat anonyme Erpresserschreiben bekommen, direkt nachdem das Finale begonnen hat. Oder die Finalshows begannen. Sie hat in der Vergangenheit schon viele Dinge getan, aber das war das erste Mal, dass sie erpresst wurde. Du weißt, es ging um das Ranking, wie viele Minuten Bildmaterial gezeigt werden, die Songauswahl,
die Menschen beschweren sich halt über alles. Und das hatte nichts mit dem Zusammenbruch dieses Gebäudes oder mit S-Songjong zu tun. Ich habe mich hinreißen lassen und habe vorhin mal etwas Dummes gesagt. Aber wenn das Erpresserschreiben sich um die Show drehte... Du, John, denk doch mal nach. Was würdest du denn tun, wenn du einen Erpresserbrief bekommst? Ich würde zur Polizei gehen, aber es ist nicht die Auswahl. Also entweder den Absender rausfinden oder... Es gibt nichts, was ich tun könnte. Ja, also wenn Polizei keine Option ist, dann würde ich mich schon interessieren. Ich würde mal versuchen, den Absender herauszufinden. Ja. Ich würde versuchen, den Absender zu finden, aber das kann natürlich gefährlich sein. Oder ich würde die Polizei anrufen. Natürlich, alles, was ich tue, mag Sale nicht. Alles, was ich tue, ich kann, habe keine Möglichkeit, ihn zu überzeugen. Er ist immer gegen mich. So sei es. Ist halt mein Schicksal. Ja, das will doch der Absender. Die Verwirrung. Sie ziehen ihren Kick aus den verwirrten Handlungen der Menschen. Hallo. Ja, ich sehe ja ein, dass ich nicht auf den Trick des Absenders hereinfallen sollte. Aber, ich weiß nicht, ist Sale denn der Ansicht, um Erpresserschreiben einfach ignorieren? Ja, so ein Pech war jetzt aber leider ernst gemeint. Habe ich wohl Pech gehabt, indem ich es ignoriert habe. Du sagtest, Inha hat einen Brief von einer unbekannten Quelle erhalten. Du weißt, wie die Produktionsfirma reagiert hat. Es gab, glaube ich, keine Reaktion. Man kann es den Preis des Ruhms nennen, aber sie hat einfach weitergemacht. Und das aus einem Grund. Ja, man sieht ja, was raus geworden ist, ne? Wenn das mit dem Erpresserschreiben zu tun hat. Wäre es vielleicht besser gewesen, vorher darauf zu reagieren. Aber gut. Wenn sie den Eindruck erweckt hätte, dass sie das Ganze aufwühlt, dann hätte sich nur die Person daran erfreut, die das Ganze geschrieben hat. Zumari. Man muss einfach genauso aussehen wie sonst, genauso sein wie sonst, um zu demonstrieren, dass die Handlungen keinen Effekt auf dich hatten. Das ist die offizielle Haltung von der Show gegenüber Bedrohung und Erpresserschreiben. Und aus diesem Grund hat Songjong das Ganze ignoriert. Willst du damit sagen, dass es völlig unerheblich zu dem Fater-Account. Also hat mit dem Fater-Account eigentlich zu tun? Ja, das glaube ich. So, dann gibt es hier noch ein... das Gerücht, dass Beastars die Vergangenheit von allen Teilnehmern überprüft hat. Ja, davon kann man ausgehen. Ja, die Background-Checks. Ihr habt die doch durchgeführt, oder? Was die Teilnehmer uns erzählt haben, das reicht einfach nicht. Wieso? Naja, die beschönigen halt ihre Geschichten, damit sie selbst in einem besseren Licht dastehen. Und dadurch hatten wir nicht genügend Informationen. Zum Beispiel Yusung hat nichts über seine kriminelle Akte jemals erwähnt. Ja, und wie weit ging denn eure Untersuchung? Wir haben es nicht sofort gemacht. Das heißt? Achso, nee, wir haben es nicht sofort, sondern wir haben es nicht selbst gemacht.
Wir haben Agenturen beauftragt. Ja, also die Produzentin hat es so weit gebracht, indem sie immer am Rande der Legalität gearbeitet hat. Trotz ihres Erfolges war die öffentliche Meinung über sie zwiegespalten. Also ihr habt es anderen Organisationen außerhalb dieser Firma überlassen. Ja, wir hatten selbst genug Arbeit und wir hatten wenig Zeit. Ja, da steht das gleich halt normal. Okay. Ja, die haben noch keine Aussage darüber gemacht, also keine Personalliste rausgegeben an die Retter. Ja, ich dachte, das würde noch schneller gehen, als eine Liste des ganzen Publikums rauszugeben. Warum? Naja, weil die alle hier gearbeitet haben. Aiba-san. Kannst du mal noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, bitte? Worüber? Dass es eine Verzögerung darüber gibt, diese Liste des Personals rauszugeben? Ja, weißt du, warum es so gelaufen ist wie jetzt? Ich bin ehrlich, ich werde jetzt nicht so tun, als wüsste ich es, sondern ich sage, ich habe keine Ahnung. Natürlich wird es Sale nicht gefallen, wie alles, was ich tue, aber damit muss ich leben. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du weißt es nicht? Meinst du das im Ernst? Ja, das ist meine ehrliche Antwort. Oh, er mag es. Ja, du musstest das ja auch nicht wissen, denn du bist ja ein Wettbewerbsteilnehmer. Hättest du mich jetzt angelogen, hätte ich das persönlich genommen. Es gibt unterschiedliches Personal hier, unterschiedliche Arten von Personal. Wir haben Zeitarbeitskräfte, wir haben Arbeiter von Partnerfirmen hier. Das ist nicht so systematisch, wie einfach die Liste des Publikums durchzugehen. Wenn, also im Publikum muss man ja nur abhaken, wer reingeht. So. Ah, verstehe, das wusste ich gar nicht. Ja, so läuft das hier halt. Es ist nur so, dass ich mich schlecht deswegen fühle, wie hier das Personal behandelt wird. So, das Outsourcing von den Arbeitskräften. Wir arbeiten mit diesen Agenturen nicht mehr. Also es geht um dieses... das Checken der Vergangenheit. Habt ihr denn genügend Informationen erhalten? Nein, es gab da ein Problem. Yusung zum Beispiel, das war lächerlich. Die Crew hier begann schon sich zu beklagen, weil eine der Agenturen zu viele Fehler gemacht hat. Wir haben sogar denen nicht das komplette Geld überwiesen, weil sie eben diese Fehler gemacht haben. Naja, haben die Agenturen euch nicht auf das Geld verklagt oder hätte man den Wettbewerbsteilnehmern nicht davon erzählen sollen? Also Agency wurde ripped off, wurde übers Ohr gehauen, aber sie wurden nicht voll bezahlt. Nee. Ich frage, ob die Agentur da nicht entsprechend darauf reagiert hat. Sorry, na.
ja, wenn man das Geld nicht vollständig bezahlt, begeht man doch einen Vertragsverstoß, oder? Ei? Ja, ich bin überrascht, dass du mich das fragst. Es gab da Bedingungen, als wir den Vertrag abgeschlossen haben. Beide Seiten mussten selbst Verantwortung übernehmen für die Fehler, die gemacht werden. Und es gab noch eine Vertragsklausel der Vertraulichkeit. Ach so, dann haben sie es einfach gut sein lassen und waren zufrieden mit dem Teil des Geldes, was sie bekommen haben. Naja, wenn es einen Streit gibt, dann muss die Agentur das ganze Geld zurückzahlen. Hier. Naja, das ist eine ernste Sache, wenn die Agentur angeheuert wurde. So desu kedo. Naja, das wurde ja auch in dem Vertrag für die Wettbewerbsteilnehmer vermerkt. Vertraut der Show bei ihren Entscheidungen und sucht nicht die Verantwortung für Vorfälle innerhalb der Show bei anderen Leuten. Ja, aber das ist doch total unfair. Ja, Sungjong benötigte die Zutaten. Ich weiß, es ist eine kontroverse Geschichte, aber ich glaube, das war ein notwendiges Übel für die Show. Aha, es war so notwendig. Ich kann gar nicht glauben, dass ich momentan so argumentiere, wie Sungjong es getan hätte. Wahrscheinlich bewundere ich sie genauso sehr, wie ich sie hasse. Sale hasste die Produzentin, weil die auch immer auf ihn herabgesehen hat. Aber ironischerweise mochte er die Art und Weise, wie sie ihre Arbeit angegangen ist. Er sagte, er hat ihr in gewisser Weise nachgeeifert, obwohl er sie gehasst hat. Zumari. Naja, jedenfalls, wie du gesagt hast, wir haben sie einfach ignoriert. So sind wir soweit gekommen. So, sonst noch was hier oben. Nee. Aber hier unten. Ja, dass die Produzentin Yusung bevorteilt hat. Hi. Ihn bevorteilt? Ja, diese Meinung kam auf nach den Vorentscheidungen. So datta na. Ich rede jetzt nicht nur von der Bildschirmzeit, die Yusung bekommen hat. Es ist ja auch so, dass die Produktionsfirma das ignoriert hat, dass Yusungs Vergangenheit enthüllt wurde und ihn nicht rausgeschmissen hat. Quasi. Ja, es gab halt zu viele Leute während der Vorentscheide. Die Produktionscrew konzentriert sich auf die Wettbewerbsteilnehmer, die eben herausstechen. Aber eine Sache muss ich zugeben. Aha, und was? Ich kann die Tatsache nicht abstreiten, dass die Show schon Hyusung favorisierte. Ja, die Frage ist, warum ausgerechnet Hyusung? Oder... Aber das ist nicht mehr so, könnte ich auch sagen. Nicht mehr, nachdem diese Gewaltsachen passiert sind. Nee, also ich frage einfach mal, warum wurde Hyusung überhaupt bevorteilt? だからです。ユーマ。 Ja, warum hat sie Yusung bevorteilt? Nun, sie verdiente so ein Erpresserschreiben. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt zu dem Thema sagen will. Gehen wir also zum nächsten Thema. Oh, es hat es was
ja, hat sich die Produzentin so ein bisschen in Yusung verguckt. Lief da was zwischen den beiden? Naja, sie hätten zunächst seinen Background überprüfen sollen, bevor sie ihn unterstützen. Ich hab's am Anfang nicht gerafft. Es gab da so einen seltsamen Romantikskandal direkt nach dem Vorentscheid, oder? Aber das Mädel hat die ganze Schuld auf sich genommen und wurde rausgeschmissen. Ja, daran kann ich mich erinnern. Aber Yusung hat keine Vorteile mehr bekommen, nachdem seine Schulvergangenheit, seine Gewalttaten öffentlich wurden. Naja, zu dem Zeitpunkt haben wir dann gemerkt, dass es sich bei ihm um eine tickende Zeitbombe handelt. Ich hatte das Gefühl, dass ihr ihn fallen gelassen habt. Naja, jede Reaktion hat ihre Gegenreaktion. Also haben wir ihn jetzt so sehr fallen gelassen, wie wir ihn vorher hochgelobt haben. Er kann sich da also nicht beschweren, selbst wenn wir ihn rausschmeißen. Hier ist nichts mehr. Dann haben wir noch zwei Leute, aber nur noch zwei Clues, die wir brauchen. Ja, dieser anonyme Account S. Seongjong. Dieser Account ist aus dem Nichts aufgetaucht und hat hier ganz schön die Väter aufgemischt. Man kann erkennen, dass sie einfach nur Unruhe stiften wollen, wenn man sich den Username ansieht. Ja, und warum passiert sowas gerade jetzt? Das ist die falsche Frage. Gerade jetzt ist ja der richtige Zeitpunkt. Gerade weil sie sich jetzt keinen Kopf machen müssen, dass sie eventuell kritisiert werden könnten, ist das jetzt der beste Zeitpunkt. Ja, warum sollte ihnen das peinlich sein? Niemand weiß, wer sie überhaupt sind. Ganz genau, sie haben nichts zu verlieren. Ja, entweder wir müssen mit der Sache leben, das ist eine Sache, das gefällt mir eigentlich nie so in Spielen, oder wir müssen das einfach so hinnehmen. Also, sonst im realen Leben, da gibt es ja viele Dinge, die man, wo es sich nicht lohnt, sich drüber aufzuregen oder was, dann nimmt man es halt so hin. Aber hier im Spiel eher nicht. Wir dürfen sie keine Gerüchte verbreiten lassen. Wir müssen proaktiv vorgehen. Wir dürfen hier nicht tatenlos rumsitzen. Ich bin auch sauer, aber dem kann ich nicht zustimmen. Wenn wir handeln, fallen wir doch genau auf ihren Trick rein. Die Leute denken, wir sind armselig, weil wir auf Väter debattieren, während wir hier unten gerade festsitzen. Oh ja, so weit habe ich nicht gedacht. Wenn die Show gerade so im Chaos ist, dann muss Väter selbst etwas tun. Vielleicht ist es unvermeidlich, dass es Leute wie S. Seongjong während einer so chaotischen Situation gibt. Weil die Antwort von der Show naiv und zögerlich war, haben die Massenmedien überreagiert und die Leute sind alle sehr aufgeregt.
Und es gibt dann sogar Wettbewerbsteilnehmer wie Hyesung, die noch darauf reagieren. Und wir haben anonyme Accounts, die nach Aufmerksamkeit heischen. Soka. Willst du damit sagen, dass wir jetzt in einer Lage sind, wo wir nichts gegen Unruhestifter unternehmen können, dass sich das nicht vermeiden lässt? Naja, wir müssen einfach abwarten, bis sich die Situation von selbst klärt. Dann werden die Unruhestifter auch von selbst verschwinden. Aha. So, die Zuhörerliste. Ich glaube, sie sind beinahe damit durch, das Publikum zu prüfen, also die Liste mit dem Publikum. Ja, ich weiß, es hätte ein Desaster sein können. Aber was das Personal betrifft, das überprüfen sie momentan noch. Ja, das ist wohl auch komplizierter, habe ich gehört. Aber es scheint mir nicht logisch zu sein. Naja, was die Show betrifft, ist doch das Personal hier wie eine Familie, oder? Willst du damit sagen, sie sollen sich erst um die Familie kümmern? Nein, also ich denke, in dieser Show muss man sich erst um das Publikum kümmern, sonst muss man sich sehr viele Vorwürfe anhören lassen, wenn man sich erst um die eigenen Leute kümmert und dann ums Publikum. Also sollen sich Familien generell erstmal um sich selber kümmern? Nein, nicht immer. Es gibt Familien, die sind schlimmer als Fremde. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es eine gute Sache, aber niemand ist hierher gekommen. Ja, ich bin da nicht anders, aber bist du in einer anderen Lage? Naja, ich war unwürdig für die Familie meines Vaters. Ich war eine Entehrung meiner Familie. Yuhuk schüttelte schwach den Kopf. Du hast das Interview doch gehört, oder? Er sagte, dass er sich dafür schämt, zwei Joker in der Familie zu haben. Ja, das war echt zu viel. War das wirklich notwendig? Naja, er wollte jetzt nicht absichtlich böse sein oder so oder fies. Das waren einfach so seine ganz normalen Gedanken. Darum geht es. Von Gyuhuk kam keiner aus seiner Familie, um seine Performance anzusehen. Und die Produktionscrew hat seinen Onkel besucht. Und der hat sich dann beklagt, dass seine Familie zwei Joker produziert hat. Okay, damit ist wahrscheinlich Gyuhuk und sein Vater gemeint. Weil die anderen sind ja alle was Richtiges geworden, also Politiker und Krankenhausdirektor und solche Sachen. Ja, ich wollte eigentlich nicht über die Familie reden. Dujon fühlte sich merkwürdig, nachdem er Gyuhuks leise Stimme hörte, gedämpfte Stimme hörte. Ja, wenn man gemeinsam Abendessen geht, dann wird man zur Familie, schätze ich. Jedenfalls alle Mitglieder meiner Band Masquerade hielten sich auch für eine Familie. So komm doch. Naja, eine Sache weiß ich, dass sie unaufmerksam waren gegenüber Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Ja, Paddy. Achso, die Produktionscrew jetzt hier, die hat nicht darauf geachtet, mit wem sie alles zusammengearbeitet hat. Naja, bei dem Publikum ist das anders. Das wird ganz akkurat überprüft, wenn sie das Gebäude betreten. So doch.
Aber bei dem Personal hier, da sind ja eben auch Teilzeitkräfte dabei und Subunternehmer. Und die wurden halt wie leicht ersetzbares Werkzeug behandelt. Jetzt, wo ich hier in diesem Schlamassel bin, kann ich das deutlicher erkennen. Naja, ich wünschte, sie würden sich beeilen und auch die Personalliste rausgeben. Okay, geht immer noch weiter. Warte mal. Immer noch zwei. Warum habe ich denn die ganze Zeit mit ihm gesprochen? Okay. Ja, ich muss das jetzt in dieser Folge machen, damit ich nach der Folge die Nebengespräche machen kann. Naja. Ja, sie haben genau den richtigen Zeitpunkt gefunden, um ein haltloses Gerücht zu posten. Ich glaube, sie versuchen zu reden über dein... Ja, ich habe tatsächlich als Barista gearbeitet. Ich glaube nicht, dass es notwendig war, das während des Interviews zu erwähnen. Und deshalb habe ich es auch nicht erwähnt. Die Show hat ja nicht darüber gesprochen. Kaffee? Ja, ich trinke gerne Kaffee. Ja, Kaffee kann doch Panikattacken provozieren, oder? Habe ich zumindest mal gehört. Hallo. Ich weiß, dass du das sagen würdest. Ja, und ich weiß, dass es dir nicht gefallen würde. Ja, stimmt. Viele Ärzte haben mir das auch gesagt. Ja, warum hast du denn als Barista gearbeitet? Ich hatte schon vorher gerne Kaffee getrunken, bevor ich Panikattacken bekam. Nachdem ich bei Beloved weg bin, habe ich lange Zeit nicht gearbeitet. Und als ich dann das Angebot bekam, in einem Café arbeiten zu können, habe ich den Job angenommen. Du, John, wollte eigentlich nochmal herausarbeiten, dass das nichts mit der Beziehung zwischen Café und Panikattacken zu tun hatte, aber er beschloss, doch lieber das Thema zu wechseln. Du sagtest, du warst lange Zeit arbeitslos, aber... Oder nee, du sagtest, es ist lange Zeit her mit dieser Barista-Geschichte, aber trotzdem erkennt dich niemand. Achso, es ging um diese Beloved-Geschichte, okay. Manchmal fragen mich Leute, ob ich die Jujong bin von Beloved. Und ich sage dann nein. Ich sage, die müssen sich irren. Du gibst also vor, jemand anderes zu sein? So. Ja, ich habe sogar den Manager gebeten hier, dass ich ein anderes Namensschild bekomme. Ah ne, beim Barista. Bei der Barista-Geschichte hat sie versucht, ein anderes Namensschild zu bekommen. Ganz egal, wie viel Zeit auch verging, die Menschen hörten niemals auf, mich zu kritisieren. Deshalb habe ich mich selbst verleugnet. Aber ich konnte nicht alle zum Narren halten. Es kommt ja immer wieder nach oben. Du hast gesehen, wie andere Typen angegriffen wurden. Das ist eine ähnliche Logik. Achso, es geht um das Stipendium von Gyuhuk. Man sieht einen
man sieht die Saat des Zweifels in die Wahrheit. Also es gibt da irgendwo eine Wahrheit, die entweder schon erhüllt wurde oder über die spekuliert wird, und da pflanzt man die Saat des Zweifels ein. Mhm. Wahrheit und Verdacht. So nennt es. Die Universität, wo Gyuhuk seinen Abschluss gemacht hat, gibt es da nicht allerlei verschiedene Stipendien? Vielleicht haben sie einfach irgendwas geschrieben, was ihnen so einfiel, was sich aus den Fingern gesogen haben. Naja, das hier ist ja ziemlich deutlich verglichen mit anderen Gerüchten. Er könnte es auch einfach abstreiten. Wir könnten jetzt sagen, still zu bleiben ist Teil des Vertrages, aber was ich auf jeden Fall immer sage, es ist seine Entscheidung, ob er antworten soll oder nicht. Ich werde mich da ganz bestimmt nicht einmischen, sondern wir wollen jetzt auch nicht unter Druck setzen, dass er darauf reagieren muss, das muss er selber wissen. Wenn man komplett unschuldig ist, keimt in einem ja nicht mal der Wunsch auf, sich selbst zu rechtfertigen. So. Genau, er soll das einfach dann machen, wenn ihm danach ist. Ohne es zu merken, habe ich gerade wie Personal von Beastars gesprochen. Man kann einfach Nein sagen, ob es stimmt oder nicht. Um mal über mich selbst zu sprechen, mein eigener Wille muss... Zhuzhong murmelte zu sich selber, während sie in eine Richtung starrte. Was wohl Gyuhuk jetzt gerade denkt. Wenn die Menschen anfangen, es zu glauben, wird es akzeptiert als Korruption oder als dreckiges Spiel. Tabe. Naja, wenn man so seine Persönlichkeit bedenkt, wird er sie einfach labern lassen. Machigai nai wa. S. Sunjong wartet offensichtlich auf eine ganz spezielle Antwort. Diese Person war feindselig gegenüber Gyuhuk, weil jemand anders das Stipendium nicht bekommen hat. Das heißt, gab es hier eine Person, die einmal ein Stipendium nicht bekommen hat und die deshalb Rache übt? Ja. Hi. Ja, man kann bereits spüren, welche Antwort erwartet wird. So, aber... Aber es gibt eine strenge Richtlinie bezüglich der College-Angelegenheiten. Ich glaube es nicht. Atmos. Ja, Gyuhuk ist auch nicht der Typ dafür, also der sich jetzt ein ungerechtfertigtes Stipendium erschleicht. Duke. Ja, ich bin ganz überrascht, dass du in der Lage bist, das Wort Charakter zu verwenden. Ja, das hat die Show bei mir ausgelöst. Okay, ja, wir haben uns alle auf die Regeln der Show eingelassen. Okay, die Hinweise habe ich jetzt alle. Gibt es sonst noch was, zu was du was sagen möchtest? Wir können ja noch Profilsachen bekommen. Okay, das war's. Alles klar, dann mache ich jetzt noch den Anruf bei der Person, wo es am schlechtesten steht. Und ja, Sale hat ja kein Telefon, entweder Inha oder Zhuzhong. Warte mal, was? Da kann ich anrufen? Hä?
Nein, ist nicht in der Lage, ranzugehen. Oh, hätte ich da beim ersten Anruf, hätte ich da schon anrufen können? Ich weiß gar nicht, ab wann durften wir anrufen? Da habe ich auch nicht drauf geachtet. Gut, dann melde ich mich bei dir mal. Wo wir gerade nebeneinander stehen. Nochmal wegen des Väterposts. Stört es dich? Nein, nicht so sehr. Ob ich mich angegriffen fühle? Ja, weil sie nur Blödsinn schreiben. Aber ich habe ähnliche Dinge schon zuvor durchgemacht. Damals in Beloved. Solche Sachen sind sehr oft passiert. Wenn ich leide, unterhalte ich damit nur die Hater. Du klingst ziemlich erwachsen. Naja, wir sind ja auch Erwachsene. Leina-san. Alles klar bei dir? Ja, ich habe einfach nur das Bedürfnis, mich abzulenken, damit ich nicht so viel zum Nachdenken komme. Damit du nicht wieder eine Panikattacke kriegst? Momentan geht's mir ganz gut. Wenn es schlimmer wird, muss ich an einen ruhigen Ort gehen. Ehrlich gesagt habe ich es momentan schwer, damit klarzukommen. Lustig, was? Das geht uns allen ähnlich. Also halte durch. Ja, danke schön. Okay, das Wichtige ist, dass wir ein bisschen geistige Gesundheit durch das Telefonat bekommen haben. Ich teste nur einmal, es wird jetzt nicht gehen, aber nee. Können wir nur einmal anrufen. Ja, okay. Alles klar. Dann ist die Folge jetzt erstmal zu Ende und ich gucke dann zwischen dieser und der nächsten Folge nochmal die anderen Gespräche hier durch. Aber es ist halt meist einfach nur redundanter Kram, also Sachen, die wir sowieso schon mal gehört haben von anderen Leuten. Man kann einfach nicht mit jeder Person jedes Thema nochmal durchkauen. Das wird dann halt zu langweilig. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.